Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Gaumenfreudin und Tamara und Toni Traumtänzer. Und das ist das Häuschen, was wir hier haben. Moment. Und ja, Tamara ist jetzt gerade wach. sie macht sich, glaube ich, auch was zu essen. Genau, sie muss ja hier auch noch mal ein bisschen was machen. Rein theoretisch müsste sie ja eigentlich in 11 Stunden zur Arbeit gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das wirklich handhaben soll mit ihrem Job und gleichzeitig, dass sie ein Restaurant hat. Immerhin muss sie ja doch schon 8 Stunden arbeiten gehen, 4 Tage die Woche. Da muss ich wirklich mal ein bisschen überlegen, wie ich das handhabe. Schauen wir einfach mal. So, wenn das Essen fertig ist. Ist es fertig? Ja, dann kann auch mal die Toni aufwachen. Huch, habe ich dir schon was gesagt? Auf jeden Fall auch nochmal ein Gericht nehmen. Und also du hattest eigentlich... Hä? Ja, gut. Joan Quinn, hallo. Burgers, was? Nö. Nein, das jetzt kommt erst einmal nicht dran. Liebesaffären, die müssen so nebenbei laufen. Zum Beispiel auch, dass wir hier ein bisschen was ja, umbauen in dem Haus. So, nach und nach werde ich das auch irgendwie was reinkriegen, ne? So, was musst du oder möchtest du eigentlich hier? Oh, Level 8 der Gastronomiekarriere theoretisch. Dann komme ich auch echt nicht anders weiter. Oh, ist ja doof. 3 Gourmetspeisen bei einer einzigen Veranstaltung zubereiten. Auch das ist natürlich doof. Ich gucke mal gerade, ob wir noch bei Essen bei ihr irgendwas anderes vielleicht hinkriegen. Eine Bar besitzen, 10 Getränke mixen. Okay. Das ist natürlich auch irgendwie total doof. Wartet mal. Level 4 Mixfähigkeit. Gastronomiekarriere einschlagen, erwachsen werden. Ja, also da muss oder möchte ich da auch in diese Richtung gehen. Wie sieht es jetzt hier aus? Das mit dem Grillkäse ist natürlich auch echt krass. Das habe ich so noch gar nicht unbedingt gemacht. Dann könnten wir eigentlich... Warte mal, das machen wir mal in den Kühlschrank. Und du kannst doch direkt nochmal Grillkäse... Machen wir eine Partygröße Grillkäse. Oh ja, sie will hier auch was machen. Also hier im Grunde ist natürlich schon das Wichtigste oder wichtiger ist natürlich... Dass wir das Restaurant irgendwie aufmachen und ich bin mir noch nicht sicher, um welche Uhrzeiten ich das denn aufmachen soll. Das muss ich auch alles entscheiden, gell? Finde ich schon krass. So, du musst noch Witze schreiben oder musst üben? Ich weiß gar nicht mehr, habe ich Gitarren- und Geigenfähigkeit? Hast du? Habe ich hier irgendwas? Nö. Okay, wartet mal. Dann schaue ich doch mal gerade. Was habe ich denn hier? Oh, guck mal, wir können hier was machen. Wandbeleuchtung, Lichtkasten. Wo habe ich denn den hingemacht? So, wartet. Das können wir noch hier. Da können wir es ein bisschen heller machen, dass es passt. Und eigentlich haben wir sowieso eine viel zu kleine Küche. Da passt noch nicht einmal das hier rein, theoretisch rein. Deswegen lasse ich das auch erstmal weg. Gut, dann... Aktivitäten und Fähigkeiten. Und da gebe ich dir erst einmal... Ach, ich finde mal ganz cool eigentlich die Gitarre. So, bitteschön, die machst du hier hin. Und dann würde ich sagen, nämlich, dass du einfach mal ein bisschen üben kannst. Und Tamara... Wann machen wir denn das Restaurant auf, Tamara? So, sie hat jetzt auf jeden Fall... Komm, ich esse jetzt nur mal ein Gericht mit ihr. Das mache ich dann in den Kühlschrank. Und wir werden dann bald oder gleich nochmal aufmachen. Ich werde jetzt hier gar nicht mehr so groß was machen, glaube ich. Ich bin natürlich am Überlegen wegen Toni. Ach, jetzt habe ich doch schon wieder vergessen. Wartet mal ganz kurz. Spieloptionen. Gameplay. Automatisches Altern. Nein. Möchte ich oder möchte ich? Nein. Selbstständigkeit vollständig, leere Häuser füllen, Sim-Lebensdauer,
Wenn ich die Alterung ausstelle, ist es noch egal, oder? Änderung anwenden. So. Weil nicht, dass das dann nochmal wieder irgendwie ja, älter werdet. Ich will ja mit euch einfach hier ein bisschen echt mich vergnügen und spielen und so. Oh je. Es ist so beschämend schlecht. Warte mal. Ups, wo habe ich denn? Drei. Na ja, gut. Party veranstalten auch noch. Wie soll ich das alles mit euch hinkriegen? Ich weiß es nicht. Das ist schon, ist es schon auch ein bisschen, wo ich echt überlege. Naja, gut. So, Tamara. Nun, ist mal fertig. Ich weiß, dass du eigentlich keinen großen Hunger hast, aber wir können dann nämlich dann wieder eröffnen. Oh, wir haben auch hier. Oh, wartet mal. Wir haben so ein paar Punkte. Ich habe das noch überhaupt nicht gelesen. Vorteilsname. Vorteilspunkte, Kosten. Für deine Sim wird eine weitere Kochmütze freigeschaltet. Nee, wir haben ja erst 700 neugierige Gäste. Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung. Und die Sozialaktion Gericht empfehlen wird freigeschaltet. Ein zusätzlicher Kellner schaltet die Möglichkeit frei, über das Fenster Angestellte verwalten, einen zusätzlichen Kellner einzustellen. Überernte. Profitiere von einer Überernte. Die Zutaten sind 24 Stunden günstiger. Zeitweilig also nur. Zutatenqualität. Die Fähigkeit, die Qualität der Zutaten zu wählen, wird freigeschaltet. Okay, Gästeansturm. 24 Stunden lang kommen viel mehr Gäste zum Essen in dein Restaurant. Geduldige Gäste. Die Gäste sind leichter von einem schnellen Service beeindruckt und nicht so schnell von einem langen Service frustriert. Und einen zusätzlichen Koch schaltet die Möglichkeit frei, über das Fenster Angestellte verwalten, einen zusätzlichen Koch einzustellen. Denke daran, eine zweite Küchenprofi-Station aufzustellen. Okay, ich denke mal, ich nehme die geduldigen Gäste einfach mal, dass wir das erstmal einlösen. Und, achso, das ist nach ABC. Schneller Esser. Okay, wir werden eins nach dem anderen, denke ich, auch mal dann kaufen. Macht einfach Sinn. So, ich gucke noch mal ganz kurz nach Toni. Die muss um 17 Uhr auch zur Arbeit gehen. Ansonsten, ja, geht es ihr gut. Mal gucken. Ich könnte sie auch im Grunde ja mitnehmen. Level 4 der Gitarrenfähigkeit. Und ja, wir öffnen das Restaurant. Und Moment, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Danke. Und ich muss jetzt doch eigentlich auch zu meinem Restaurant gehen, wenn ich das mache oder nicht. Restaurant kaufen, Urlaubstag nehmen und so weiter. Okay. Ich bleibe im Grunde hier. Also da bin ich noch ein bisschen ratlos momentan. Warum ist das so wütend? Zum Glück sind wir ja auch hier. Drüben. Ich nehme die Toni mit. Und die anderen nicht. Und schaue dann einfach mal, jo, wie es da drüben weitergeht. Also ich werde im Grunde jetzt mit Tamara und Toni natürlich in ihrer Tage erstmal schauen zu planen. Das Restaurant so nach und nach aufbauen. Wir werden auch dort einiges, denke ich mal, verändern. Und, und dann werden wir einfach auch mal schauen, wie es denn da so, ja, im Grunde weitergeht mit dem Ganzen hier. Oh, guck mal, hier ist die Bella. Und da drüben sitzt sich jetzt endlich auch mal jemand hin. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bruno verwalten. Okay, ich habe im Grunde, ich sag mal, einfach mal überprüfen. Ich muss gestehen, also die müssten jetzt alle in Schulung gewesen sein. Ich habe ja allen was bezahlt. Also jetzt gehe ich mal hier hin und überprüfe mal. Und sag mal, hallo Bruno. Die Kunden scheinen noch nicht von meiner Arbeit begeistert zu sein. Beschwert hat sich noch keiner. Okay. So, du wirst einfach mal befördert. Ich befördere dich mal. Auch wenn du es nicht wirklich verdient hast, aber vielleicht. Ich habe echt hart geschuftet und bin froh, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ich möchte einfach die mal ein bisschen belohnen.
würde auch meine Kellnerin, Annika, glaube ich, heißt sie, auch mal noch befördern wollen. Momentan sind alle mit einem Dreierstern, ne? Also ich probe. Okay, was ist, wer ist denn das? Du könntest dich mal hier begrüßen und auch mal freundlich vorstellen. Hier auch mal begrüßen. Und Tamara geht zu den Spencers. Begrüßen. Begrüßen. Und begrüßen. Mal gucken, ob ich hier noch mehr hinkriege. Das hier, es sieht aus, als würden die gerne stellen. Management begrüßen. Ja, ich glaube mal, langsam können wir wirklich einen zweiten Dings kriegen. Wie kriege ich eigentlich Vorteilspunkte? Eine Stunde geöffnet. Restaurant-Einstellungen. Einstellungen. Ja. ich könnte hier noch ein Outfit selbst kreieren. Und Werbung mache ich. Die Gewinnspanne kann ich selbst einplanen. Hä? Wie mache ich das? Keine Ahnung. Na gut. Was ist das? Du kannst... ich kann den nicht verkaufen. Ich könnte den theoretisch verkaufen. Was machst du? Wer ist das? Oh, Morgan Fires. Okay. Und das? Mareike Hermanns. Also es ist doch sehr, sehr viel schon los. Und ich finde mit drei, dass sie alle so eine 3 schon mal haben, ist doch echt cool. Und dann würde ich sagen, auch dich werden wir noch Marina verwalten, befördern. Oh, du bist schon auf 2 gewesen. Herabstufen. Nee, befördern. Ich möchte Marina auch mal befördern und ich muss mal gucken. Überprüfen würde ich sie trotzdem noch mal kurz gerne. Eine Beförderung für mich? Ich? Na klar, das wurde ja auch Zeit. Ich meine, vielen Dank, Frau Traumtänzer. Ich fühle mich geehrt. Es ist toll, mit dir zu arbeiten, Tamara Traumtänzer. Ich finde, du bist echt fair. Okay. Das finde ich sehr nett von dir, dass du das sagst, dass ich fair bin. Ich bemühe mich. Ich weiß leider immer noch nicht so ganz... Oh, warum steht hier Essen rum? Das war von dir. Hätte ich Hunger? Ich könnte eine Dusche gebrauchen. Aber duschen können wir ja nicht. Was ich machen kann, ist mir die Hände waschen. So, das hier. Ja, so langsam. Guck mal. Du könntest hier auch nochmal aufräumen helfen. Dann brauchen wir die Kellnerin vielleicht nicht unbedingt. Guck mal, hier, cool. Das sind schon auch die Leute. Der Service ist einfach großartig. Ja, die sind auch wirklich begeistert. Das finde ich sehr schön. Okay. Bezahlen? Heißt das bezahlen? Ja. Kellnerin, bezahl mal. Also ich meine, Annika. Ja, sie hat wirklich sehr viel zu tun. Kann ich... Warte mal. Ich stelle mich doch mal freundlich vor. Tisch gratis Getränke servieren. Tisch überprüfen. Ich kann mal so gucken. Tisch überprüfen. 3 von 5 Sternen. Cool. Toni, du kannst noch ein bisschen aufräumen. Das fände ich ganz, ganz klasse und toll. So. Puh, sie hat echt viel zu tun. Bruno steht eher dann ein bisschen rum. Aber unsere Kellnerin hat wirklich viel zu tun. Und ja, wenn Toni mal irgendwas machen würde. So, wir begrüßen mal hier hinten. Toni begrüßt ihn mal, stellt sich dann hier noch freundlich vor. Und Tamara, du kannst da hier mal begrüßen und auch mal freundlich vorstellen. So, die hat man schon begrüßt. Wir haben auf jeden Fall alles jetzt was zu essen bekommen. Haben eine 4. Cool. Hey, cool. Ja. Finde ich gerade ganz, ganz großartig. Ich weiß nicht, wem dieses Essen hier gehört. Aber ich glaube, er war da vorne. Ja.
Es kommt. Warum bist du wütend? Ist, war der bei uns? Nee, doch, der war hier gesessen, gell? Oh. Autsch. ja. So, immerhin 3 Sterne. Finde ich cool. Jo. Angestellte verwalten. Achso, ich könnte hier auch verwalten. Ah, ich kann hier mal ein bisschen was sehen. Köche. Ja, und da könnte ich das noch dazu kaufen. Okay, ich muss wirklich hier noch ein bisschen schauen. Marine auf Level 4 befördern. Okay, da könnte ich zufrieden. Sie ist zufrieden, oder? Das ist so gemeint. Ja. Diese Sims können eingestellt werden. Okay, ich kann mir also nicht auch nochmal jemand anders aussuchen. Na gut. Kellner. Ja, Charisma und... Ach, Moment. Ja, Kochen und Mixen ist das. Und das ist Charisma und Fitness. Sie kann nicht mehr weiter... Neutral. Okay. Habe ich sie noch gar nicht befördert? Ich würde sie gerne befördern. Moment, ich war noch nicht fertig. ja, das sind alles auch ähnliche. Und das andere wäre das Empfangspersonal. Anscheinend, da kann ich immer nur einen einstellen. Brauche ich nicht mehr. Okay, und Bruno ist jetzt auch zufrieden. Er verdient schon 6 Simoleons die Stunde und... Nun gut. Nun gut. So, wir fördern nochmal unsere Kellnerin, weil die echt viel zu tun hat. Toni, du kannst hier nochmal mit Aufräumen helfen. Ja, ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, wenn ich nur hart genug dafür arbeite. Danke, Tamara Traumtänzer, ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, das finde ich doch cool. Und, an und für sich. Ach komm, lass mal, ich wollte dich nochmal anklicken. Ich würde gerne nämlich dich auch nochmal überprüfen. Und auch nochmal loben. Sie hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Das Restaurant war sehr voll. Oh, Toni muss in circa 1 Stunde zur Arbeit. Theoretisch machen wir das auch komplett ohne mich, oder? Ich bin fast in Versuchung, hier zu bleiben und Überstunden zu machen. Fast. Okay. Danke für das Feedback, Toni Traum, denn ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Okay. So, Toni, wie geht es dir? Ah, du gehst mal nach Hause und gehst mal zu Hause noch duschen vielleicht, wenn du das noch schaffst. Und du müsstest dir eigentlich auch bald... Du kannst mal kurz nochmal hier wie ein Champion pieseln. Warum kann ich das nicht? Weil mir was fehlen würde. Okay. Die zwei hier, die flirten doch voll miteinander, oder? Irgendwie schon. Sie hat noch nicht mal mehr einen Stern oben drauf. So, da kommen jetzt noch neue Gäste. Das ist Nancy Landgrab und Patrick Brandenburg, die schon mal so an und für sich begeistert sind. Okay, super. Ja, dann begrüße ich hier auch noch mal die beiden. Und würde aber danach sagen, auch, dass auch Tamara dann nach Hause zurückgehen kann. Weil wir ja noch... Oh, sie ist schon... Mist. Na egal. Weil wir ja dann auch noch sie dann zur Arbeit schicken lassen möchten. Und währenddessen wird das Restaurant erst einmal geöffnet bleiben. Ich bin nämlich mal einfach gespannt, ob meine Angestellten das auch in der Zeit einfach ohne mich können. Wobei ich noch am Überlegen bin, vielleicht sollte ich wirklich so ungefähr, vielleicht 12 Stunden sollten eigentlich reichen, geöffnet zu haben. Das heißt, so gegen 10 bis 10, das ist, glaube ich, echt ausreichend für ein Restaurant. Ich muss nur das dann immer hier sagen, hier jetzt schließen. Schade, dass ich das nicht irgendwie anders einstellen kann. Nee, Mortimer, du warst auch gerade dort. So. Und von daher glaube ich, sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde, wenn es dann hier weitergeht. Ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Eure Saki Naidao. Ciao.